Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 7.8.2020. Ich mache dieses Update nur schnell, weil ich meinen Computer updaten muss und ein paar Informationen habe. Heute waren keine Assistenten da. Ich war bei Kerstin. Im Großen und Ganzen haben wir uns über nicht so extrem Wichtiges unterhalten, aber es hat gut getan. Wir haben über mein Essverhalten geredet, dass ich halt manchmal zu viel esse und manchmal zu wenig. Und darüber, dass ich extrem müde bin, auch wieder. Ich bin auch jetzt ziemlich müde. Und ich wollte eine Frau ankündigen. Sonja kommt am Samstag zum letzten Mal vom Urlaub. Und dann ist eine Woche keine Assistentin da. Und da wird sie auch nicht so viel tun. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass ich jeden Tag ein Video mache, weil ich nicht weiß, mit was ich das füllen soll. Ich kann euch nichts erzählen. Wird nicht viel passieren, meiner Erwartung nach, und deswegen werde ich die Videos pausieren. Höchstwahrscheinlich. Außer es passiert doch was. Sonst geht's mir heute ganz gut. Das Gespräch mit Kerstin hat gut getan. Nach 2 Wochen. Und es war auch schon dringend notwendig. Auch wenn wir über nichts Wichtiges gesprochen haben. Oder nichts Neues in dem Sinn. Wichtig schon, aber nichts Neues. So hat es mir trotzdem gut getan und ja. Es geht mir jetzt besser. Ich bin nur extrem müde. Ich habe mich heute Nachmittag schon mal hingelegt, konnte aber nicht schlafen. Deswegen bin ich jetzt noch müde und werde jetzt noch meinen Computer updaten und dann abschalten. Aber naja. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Montag muss ich zum Urologen. Am Dienstag bin ich bei Christoph. Und am Mittwoch bei Kerstin. Da müssen wir noch die Volkshilfe absagen. Weil die hat am Freitag keine Zeit. Und also Kerstin. Und das sind so alle Neuerungen, die ich jetzt habe. Sonst gibt's nicht viel. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines.